Hallo und herzlich willkommen zurück zu Slide 2 mit mir, Savex. Und in der letzten Folge haben wir viel getan. Nein, eigentlich ist das gelogen. Jetzt tun wir ja schon fast mehr als in der letzten Folge. Hä? Sie sind schon wieder weg. Ja, Frau, Sie sollten besser aufpassen auf Ihre wertvollen Gegenstände, bevor sie noch gestohlen werden. Jedenfalls. Herzlich willkommen nochmal zurück zu Slice 2. In der letzten Folge haben wir mit Bentley ein paar Bomben gelegt. Haben anschließend angefangen, der guten Contest ein paar Sachen zu stehlen. Was wir jetzt ja auch gerade weitermachen. Weil das letztes Mal nicht ganz so geklappt hat. Ich glaube, das kann ich gar nicht aufnehmen. Nee. Da ich einen Job mache, kann ich nicht noch gleichzeitig was klappen. Gott, wie komme ich hier raus? Ich komme nur da raus, okay. Wobei, ich habe schon wieder einen Faden verloren. Oh, heute ist ja ein Tag. Wo bin ich? Wer bin ich? Hilfe. What? Hey. Natürlich. Was bist du? Ha, du hast deinen Kumpel getroffen. Was ein Loser. Wir wollen der Cortez noch ein paar weitere Gegenstände klauen. Ganz genau zu sein. Eine. So ein Bauplan-Dings. So ein Dings halt. Um mehr Sachen zu dingsen zu können. Und dazu habe ich jetzt den Ausgang noch nicht gefunden. Oh Mann! Was ist das heute? Hallo, ich bin auf der anderen Seite. Geht's da rein? Natürlich nicht. Moment. Ich brauche Ruhe. So, geh weg. So, jetzt kommen wir aber raus. Geht doch. Und die Countess ist dort. Ach, das geht ja. Sieht doch fast da. Oh mein. Kann ich da rumschwubbeln? Rumschwubbeln. Schwubbeli schwapp. Geschafft. Oh, jetzt hat es sicher 4. Sind das? Ne, sind nur 3. Okay. Spiel, du verwirrst mich. 2, 3, 4. Einfache Mathematik. Und nicht 2, 3, 3. Wo bin ich hier? No! Keks! Keks! Keks, 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 Apfelsine, Kürbis, Torte, Eier! Oh, die ist ja ganz schön nah rangekommen. Was? Wo sind diese faulen Leibwachen? Alle gefeuert. Gute Arbeit. Wir sind bereit, einen Panzer zu klauen. Das war so gewollt. Locker. Ever. Das ist Master Brain. Super Style. Ups. Oh. Der kam ja aus dem Nichts. Guck mal, diese Gegner. Es macht einem schon schwer, sich durchzuschleichen, wenn Gegner einfach sich krass getarnt haben. So, Flasche. Oh, haben wir ja schon 19. Dann wollen wir ja direkt zur nächsten Aufgabe. Vielleicht ist es doch ein recht guter Tag,
besser als gedacht. Scheint jedenfalls so. Das war ja jetzt gerade schon richtig Glück. Bäm, 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 bäm. Da komme ich nicht hoch. Spiel, gib mir Hinweise. Oh doch. Danke für den Hinweis, Spiel. Dass ich da doch hochkomme. Flasche. Oh, noch eine Flasche. Yay. Yay. Wow. Wo bin ich? Hallo? Das ist nur ein Felsendingsi. Wo irgendein Licht. Hallo? Und tschüss. Ich geh weg. Ich will dich nicht. Ich bin hier weg. Wo ist denn die nächste Aufgabe? Ist die etwa da drin? Okay, ich komme doch wieder. Sorry, ich habe mich vertan. Das Ding hat eine Bombe, oder? Hat. So, wollen wir mal einfach. Wir folgen einfach nur hier dem Dingsi-Weg. Dann passt das. Einfach dem Zugweg folgen, dann sind wir schon direkt bei uns in der Basis. Die komplett unauffällig ist, natürlich. Also, wenn man diese Basis entdeckt. Boah, das ist ja. Hui! Ne? Und so. Geld! Wecker! Atlasstärke. Werfen. Ich benutze gar nichts von allem. Trotzdem kaufen! Hui! Party! Okay. Raus aus den Federn! Ach, für den Wecker. Oh, ich habe hier volle hier Leiste. Noch eine Flasche. Immer alle Flaschen sofort einsammeln. Bevor man es wieder vergisst, wo die sind. Das wäre nämlich ziemlich blöde. Wie komme ich denn da hoch? Habe ich schon wieder vergessen. Es ist die Folge des Vergessens. Zack. Zack. Da kann man hoch. Spiel, bitte. Das sehe ich doch. Okay, so nicht. Du willst es auf diese Weise spielen? Kannst du haben. Dann machen wir es halt so. Ganz einfach. Ich springe einfach direkt über diese elektrischen Dinger. Hui. Ha. 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 Guckst du doof? Nee, anscheinend nicht. So, jetzt muss ich wieder einen Weg reinfinden. Ich war ja jetzt drin gewesen. Miau, miau. Slide in. Slide it. Den sliding Weg. Slide. So. So. 23 von 30. Und kein Geld. Gut zu wissen. Da ist die nächste Mission. Ich sehe sie. Direkt vor meinen Augen. Und trotzdem gelang ich einfach nicht nach oben. Doch dann fand ich diesen Ausweg. Und war da. Sly,
Du musst mir helfen, den Verschlüsselungsalgorithmus der Comtesse in den Griff zu kriegen. Gerne, Mann, aber ich habe keinen Schimmer, wovon du redest. Okay, ich erkläre es dir Schritt für Schritt. Siehst du die Sicherheitsstation? Die Wache daneben ist für ihren Betrieb verantwortlich. Verstanden. Zuerst musst du seinen Schlüssel zum Terminal stibitzen. Sicher, kein Problem. Dann benutze ihn in der Sicherheitsstation und löse den Alarm aus. Warte mal, du willst, dass ich den Alarm auslöse? Ja, löse ihn aus und dann verschwinde, bevor die Wachen kommen. Sobald er sieht, dass es ein Fehlalarm ist, gibt er den Code ein, um ihn auszuschalten. Und du willst, dass ich ein Foto von diesem Code mache? Versteck dich und besorg mir ein scharfes Foto von der digitalen Anzeige. Bei allen Sicherheitsstationen hier draußen? Genau. Sobald ich genügend Proben von den Codes der Comtesse habe, müsste ich ihren Verschlüsselungsalgorithmus knacken können. Ich kapier's wieder nicht. Mach du einfach die Fotos, ich erledige den Rest. Och, Sly, das ist super krasse Technikzeugs. Musst du verstehen. Oh Gott, das sind ziemlich viele, die man da... Hat man ja schon in der ganzen Dings hier gesehen. Und jeden? Oha. Ah, da ist ja der Erste. Schlüssel. Natürlich. Schlüssel! Gute Arbeit! Jetzt löse mit dem Schlüssel die Sicherheitsstation aus. Klick-klack. Okay, jetzt klettere an einen Ort, von dem aus du ein Foto des Sicherheitscodes auf dem Monitor machen kannst. Eins mit Foto machen. Taste Foto. Knipsi Knips. Siehst du, Karl ist böser Fehlalarm. Du wollen jetzt den bösen, krassen Code eingeben. Gib ein. Komm schon. Hallo. Oh, es waren drei Zahlen. Ah. Ja, gut, ich hab's ja schon. Kann ich den Code einfach wieder eingeben? Okay. Trolltroll. Ich klettere an einen Ort, von dem aus du ein Foto des Sicherheitscodes auf dem Monitor machen. Und er hat drei Zahlen. Okay, gut zu wissen. Ja. Tippi nein. Tippi nein. Cool. 459. Der Code. Zum 1, 2, 3. Oh, ich bin verwirrt. Ich bin so durcheinander. Komme ich nochmal hier raus? Oh, vielleicht hier lang? Hallo? Das war ein guter Plan. Oder... Naja. Ne, ich bin irgendwo. Wo bin ich? Was ist das hier für eine Folge? Die des Verlaufens. Okay. Da ist die nächste Wache. Ich bin bei dir. Wollen Sie da etwa rumstehen? Cool. Danke für den Schlüssel. Leider müssen Sie gehen. Glocke. Oh, andere Seite. Hat. Klick, klack. Bip, bip, bip. Kann ich das von hier? Nein. Ich muss irgendwo hoch. Spiel. Schneller. Wie soll ich das denn schnell machen? Ha! 707. Gekonnt ist eben gekonnt. Hui.
Okay, wo? Da hinten ist das nächste. Dann renne ich da mal besser eben hin. Lärm! Ich brauche Heilung. Ernsthaft? Flasche. Oh, dann haben wir ja schon 25. Och. Gestört. Hui. Ich hänge da mal eine Runde ab. Noch eine Flasche. Wie komme ich denn da hin? Und Tschüssikowski. Fallen Sie. Gut. Kommen Sie hoch. Und ciao. Sie können hochfallen. Also hochspringen. Aber wenn Sie runterfallen, sind Sie K.O. Oder noch einer? Nö. Doch. Hallo. Wollen Sie auch hoch? Wie komme ich denn da hoch? Das ist ja jetzt interessant. Ah, oder auch nicht. Ganz einfach. Wupp. Dann wäre das ja auch schon mal erledigt. Hallo. Ups. Hey, haben Sie mich etwa gesehen? Oh, er hat mich gesehen. Ich bin weg. Und plötzlich war ich weg. Wache, was tun Sie da? Sie sollten... Very close. Schlüssel. Ein weiterer Schlüssel gehörte mir. Ich positionierte mich, gab den Code ein und kletterte meinen Weg hoch. Ja, sieht gut aus. Sieht das super aus? Oh, das sieht blendend aus. Nehmen Sie Ihr Code ein. Hier, Code, Code, E. Los, komm, Code, 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 Code. Yes. 417. Ich hoffe es doch. Miau. Oh, ich schaff den letzten auch noch. Das ist eine Herausforderung. Hui. Schnell weg hier. Hallo? Hallo? Komm ich hier rüber? Oh, Geld. Noch mehr Geld. Ja, nicht mehr. Das finde ich nicht mehr. Deswegen löse ich den Alarm aus. Na, es war doof. Doofi. So macht man das. So. Klauen wir mal uns den... Oh, Licht. Du bist so hell. Den Schlüssel. Da ist der letzte Code. No. Sie dürfen, ich darf sie nicht töten. Denn sie haben den Code. Code, Code. Tipp, Tipp. Schneller. Ja. Oh. Wollen Sie nicht einfach den Alarm deaktivieren? Was? No. Ernsthaft. Okay. Sollte ich besser warten, bis er ganz weit weg ist? Wäre auch eine Idee. Aber anscheinend geht er nicht weit weg. Gehen Sie weg.
Ich will das noch schaffen. Ich dachte, sie sollten weggehen. Sie hören aber nicht auf mich. Das finde ich nicht in Ordnung. Nein, nein, nein. Nein! Oh! Alles klar, ich weiß wenigstens den Weg jetzt. Noch einmal, dann hab ich's. Das muss jetzt sein. Komm, 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 komm. Hoch, 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 hoch. Dahin springen. Hat, 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 hat. Da hoch. Da lang. Ui. Nein, nicht so weit. Nein. Ah, geht doch. Okay, das müssten genügend Codes sein. Gute Arbeit, Partner. Geschafft. So. Und ich würde sagen, nachdem das jetzt auch geschafft ist, verabschiede ich mich nun wieder mal von euch und von dieser Folge von Sly 2. Mit mir, Zavix und Sly Cooper. Wenn es euch soweit gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr einfach in der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn es heißt, wir ärgern die Cortez noch ein bisschen weiter und finden hoffentlich die letzten 4 Flaschen. Und dann hätten wir dieses hier auch schon geschafft. Oh yeah. Alles klar. Ciao.